Ja, es ist noch super, super früh. Ja, gut, jetzt nicht mehr so ganz, aber wo wir aufgestanden sind. Ja, das erste Mal Landgang eigentlich ja, seit dem Lockdown so gesehen. Zumindest hier bei, oder für uns, weil wir ja vorher auch nicht mehr auf Kreuzfahrt waren. Ja, ich bin jetzt ganz, ganz gespannt, wie das so abläuft. Wir werden ja gleich einen Ausflug mit einer Gruppe haben, den wir hier von TUI gebucht haben. Wichtig ist wirklich, dass man sich nicht von der Gruppe entfernt und wir werden auch aufpassen, dass wir nicht verloren gehen, denn es ist wirklich so, wer sich unerlaubt von der Gruppe entfernt, bleibt hier. Das heißt, er kann auf eigene Kosten sehen, dass er nach Hause kommt und wird das Schiff nicht mehr betreten. Bei MSC gab es ja den Fall schon, das hatten wir vorher schon mal gelesen, haben wir sehr konsequent, die Italiener. Ja, und letzte Woche war ja die erste TUI-Reise hier mit Landgang, also die Truppe quasi vor uns. Und da haben wir das auch schon gelesen, dass eben auch da welche zurückgeblieben sind. Die sind nämlich einfach Urlaub von der Gruppe weg. Ja, und dann, das sind jetzt die Hygieneregeln und dann hat man Pech gehabt. Und ich weiß halt nicht, wie das wäre, wenn man versehentlich, ich sag mal, verloren geht oder so. Ja, also von daher werden wir da ganz arg aufpassen müssen. Es geht so hoch zu Akropolis und ich bin gespannt, weil wir da ja schon vor ein paar Jahren waren. Da war es mega voll. Ja, heute ist es wahrscheinlich richtig leer. Und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Wieder der Tag. Gleiches Auslaufen hier in Piräus in circa einer halben Stunde. Ja, man sieht immer noch windig, aber das macht ja nichts. Der Ausflug war schön und traurig zugleich, denn wenn ihr das gesehen habt und wer von euch vielleicht selber schon mal vorher dort war an der Akropolis, der wird gesehen haben, es war nichts los.
Das war mega toll zum Fotos machen, keine Frage. Wir waren 2017 ja schon da und da sind wir gar nicht erst raufgegangen, weil wir von unten schon massig Menschen gesehen haben. Ja, und heute eben nichts. Man konnte wirklich toll schauen, aber es war schon so, wir hatten eine Reiseleitung, die hier aus Griechenland kommt und die sagte, im Moment sind immer noch ja, ca. 30% der Griechen, die nicht arbeiten können, weil die halt was arbeiten, was mit dem Tourismus zusammenhängt. Und das ist wirklich, ja. Aber man muss es jetzt halt eh so nehmen, wie es ist. Und darum haben wir das Positive gesehen und einfach gefreut und gesagt, wow, wir hoffen einfach mal, dass wir die Akropolis so niemals wiedersehen würden. Sprich, dass dann irgendwann auch mal in den nächsten Monaten sich das Ganze insofern normalisiert, dass da wieder mehr Menschen hinkommen können auch. Und dass man reisen kann trotz Corona, das sieht man ja. Also wir machen hier eine tolle Reise. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, hier ist weniger Potenzial, sich irgendwo anzustecken, als derzeit in Deutschland, wenn man so. Wir kriegen nicht so viel mit, weil ich nicht immer das Handy dann auch mit Internet habe oder so. Aber was man damit kriegt, also ich glaube, hier ist es besser. So, wir gucken jetzt das Auslaufen, dann geht es zum Abendessen, dann ist nachher noch eine Show. Wir hatten heute übrigens eine ganz coole, ja, eine coole Veranstaltung noch mit dem Mentaltrainer. Ja, das sind alles, also Programm ist hier auch ganz toll. Doch, also mir gefällt es bisher sehr, sehr gut. Seetag, sind ja gestern dann von Piräus wieder weg und verbringen dann heute den Tag auf See, bevor wir morgen dann auf Korfu sind. Ja, das wird heute ganz, ganz entspannt. Wir haben jetzt auch nicht irgendwie große Programmpunkte, die wir uns für den Tag über irgendwo gebucht haben oder so, sondern erst dann wieder heute Abend was. Jetzt gehen wir gleich im Ankunftsplatz frühstücken. Also ist das Buffet-Restaurant, es gibt ja auch Buffet. So, und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Wahrscheinlich eher chillig. Wir zeigen es euch ein bisschen und dann ja, sehen wir mal, wie das wird. Wetter ist toll, ist jetzt schon richtig schön warm. Gleich genießen wir einen Kaffee erstmal auf dem Balkon, bevor wir dann.